Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Stadium Kampf Number 5 steht an. Und der hat viele Gift-Pokémon. Und ich sehe den Toxer und das reicht mir schon wieder, um zu sagen, scheiße. Der hat auch noch zwei Flug-Pokémon, okay. Und Jugong, Ausdauer. Da muss ich auf Magneton aufpassen. Ich habe nicht auf die Level geguckt. Das wäre vielleicht mal ein bisschen cleverer diesmal wäre gewesen. Austoss, okay. Level 54. Ist auch langsamer, okay. Psychokinese. Wer ein True-Hit? Nicht. Das ist Superschall. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Ein wahres. Hey, ist der hier auf so einer Verwirrstrategie aus? Der letzte war ja auf so einer scheiß Doppelteam-Strategie aus. Ich sag da nur Jugong versus Jugong. Genau wie das. Nee, diesmal war es sogar noch weniger. Was passiert jetzt? Die Attacke ist fehlgeschlagen. Finde ich nice. Nee, dann nehme ich lieber eine Psychokinese als einen Mega-Hieb. Der Mega-Hieb kann daneben gehen und die hohe Verteidigung von Ausdauer. Nee, nee. Safe ist safe. Zweimal nicht treffen heißt hier ein Pokémon verlieren. Ja, ich erinnere mich dann noch an den Rivalen-Battle. Das war genauso schlimm. Okay, danach muss ein Level 50er Pokémon kommen. Das wird schneller sein. Oh nein, es ist wegen der Verwirrstrategie. Da kommt jetzt mit so einem scheiß Wickel an, ey. Ein kraftvoller Angriff. Eine Spezialattacke ist am Boden. Ich glaube aber nicht, dass er speziell angreifen wird. Ein sehr rasanter Mann. Ich wechsle mal lieber aus. Der Trainer wechselt das Pokémon. Weil, wenn er jetzt hier mal mit Superschall wieder ankommt. Also mit das Gengar hier Dings können, kommt Wunsch gerade, ah. Was ist das? Es ist verwirrt. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Ja. Ich bin nämlich schneller. Hoppla, es reicht. Electek. Was nun? Ja, ja. Zum Glück. Donnerschlag sollte stärker sein. Alter! Zurück geht der Kreideschrei daneben. Ja, das riskiere ich jetzt nicht. Das riskiere ich jetzt nicht. Da kann er lieber auf seinen Superschall gehen, ey. Dann wird der Skatus wieder aufgehoben. Das ist einfach das, was die Strategie so anfällig macht. Da musst du sowas wirklich haben wie Horrorblick, zweite Generation. Seine Verteidigung ist gefallen. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Das wird wieder gehen. Ein weiterer Pokémon-Wechsel. Richtig. Weil es wird der Superschall kommen. Sag ich doch. Das ist vorhersehbar. Was ist das? Und die trifft dich. Gut. Da komme ich mit meinem Angriff jetzt nämlich durch. Deswegen komme ich jetzt mit meinem Angriff auch durch. Donnerschlag. Ein Donnerschlag. Eine sehr effektive. Tschüss, den Toxer. Also die Strategie kann ich auch nicht empfehlen. Die ist so leicht auszukontern. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Man hat jetzt gesehen, wie ich das gemacht habe. Ring frei für Gengar. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1. Hypnose, da kommt Wunsch gerade. Ne, der fängt direkt mit der Psychokinese an. Ein guter. Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe eine Donnerwelle. Die schmerzt sich. Die macht sich auf jeden Fall langsam. Es ist Donnerwelle ein.
Und jetzt kommt der Psychokinese. Wenn jetzt in der Speziewelt gesunken wird, dann richtig geil. Dann wird das Elektrik noch sogar überleben. Naja. Oh! Es ist vollständig paralysiert. Sie schenken sich wirklich nichts. Donnerschlag 60, Step 100. Ist schwächer. Psychokinese hat eine Stärke von 180. Wie kommt denn das? Perfekter Treffer. Er muss aber nur mal angreifen, das reicht ja schon. Okay. Das ist jetzt richtiges Luck. Ein sehr rasanter Kampf. Das war jetzt Luck, weil da der Elektrik sonst drauf. Da wäre sonst der Elektrik draufgegangen. Ein harter Treffer. Genau. Ich frage mich mal gerne, wie Elektrik das überhaupt macht. Woher kommt die Psychokinese? Das Einzige, was ich an dem Attackenpool vielleicht ändern würde, wäre der Donnerschlag zu Donnerblitz. Aber ansonsten ist das Elektrik nicht schlecht. Das habe ich auch früher gern gespielt. Jetzt weiß ich wieder warum. Weil es halt gute Dienste erweist. Seenorden, der Sumpforden kommt als nächstes. Oder als letztes, der Dompteur. Oh, das ist ja alles dabei. Und ich sehe schon das Nobility Card Level. Oh Gott. Also ich denke mal, dass er auf jeden Fall das Kingler einsetzen wird. Das erkennt man ja schon. Mit Elektra komme ich hier wieder weit. Das Nobility Card, das muss ich eigentlich schon fast auskontern. Mit Gengar. Wegen Schlitzer, Hyperskrall und was weiß ich, was da kommen könnte. Oder mit Nidoking. Auf jeden Fall das Nobility Card muss ich auskontern. Aber mit Nidoking kann ich ja fast gar nichts reißen. Das fällt ja schon fast flach. Donnerblitz, damit reiße ich mehr. Aber dich würde ich lieber auf der Reservebank halten. Glurak, Electek und Gengar. Ich werde mit Electek anfangen und Yugong als Surrounder. Rosana, Psychokinese und Ice Seep. Obwohl. Bei Rasov sehe ich Probleme. Bei Sandern könnte ich da auch. Also, boah. Ne, ich nehme Electek, Gengar, Rosana mit. Wenn nicht, dann danach nehme ich Yugong mal mit. Das ist so schwierig. Tinger wird er, glaube ich, auf jeden Fall mitnehmen. Oh, shit. Das ist schlecht. Das muss ich sofort paralysieren. Da geht kein Weg dran vorbei. Genau wegen sowas. Das ist nur billiger, das ist brandgefährlich. Das ist brandgefährlich. Es ist brandgefährlich. Mehr ist es nicht. Es setzt Donnerwelle ein. Oh, es ist paralysiert. Ein wahres Spannungsfeuer. Klar, ich hätte sofort auf Gänge auswitschen können. Fällt mir das auch im Nachhinein auf. Hätte ich auch machen können. Der Trainer wechselt das Pokémon. Trinkfrei für Trinker. Weil das hat jetzt keine Wirkung. So kann man es vielleicht in der Stability Card auskontern. Was geht ab? Oh, die Attacke ging daneben. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis. Es ist halt die Frage, was kann der noch? Aber ich verwirre dich erstmal. Das war ein Konfusstrahl. Es ist verwirrt. Schön verwirrt zu sein. Blubschkrall, okay. Inhaltssenkung. Der Nachtnebel, das haben wir ja schon gelernt. Der wirkt. Aber ich versuche mal den Donnerblitz, ob der mehr abzieht als 50. Ja, hör auf zu miezen. Jo, der zieht deutlich mehr ab. Ah, okay. Das wird auch mitberechnet in der Runde. Okay, gut zu wissen. Was passiert jetzt? Also, ein Problemkind ist weg. Oder Problemkatze, besser gesagt, ist weg. Welches Pokémon ist nun an der Verschluckt, sorry.
Also ein Problem mit Sorgenkind ist weg. Dieser Flor. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nichts entschieden. Ne, entschieden ist hier gar nichts. Hypnose. Oh nein, es ist eingeschlafen. Guck mal, ob du sofort aufwachst. Jo. Es ist aufgewacht. Dann machen wir es anders. Ich kann ja gar mal so viel tricksen. Was ist das? Es ist verwirrt. Schön, ne? Ein Rasierblatt kommt da. Was geht ab? Okay. Das war eine Schwachstelle. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer mit. Ja, was hat denn der da noch? Dass der jetzt dieser Flor einsetzt. Was nun? Ein guter. Ja, der muss auch gut sein. Nochmal ein Rasierblatt. Nein. Das ist wichtig jetzt. Da brauche ich einen Nachtnebel weniger. Die Arena-Fight geht weiter. Wie ist der Fluss eigentlich auch nicht zu unterschätzen? So mit Toxin, Ekelsamen, Synthese. Kann das richtig fies sein. Und vielleicht. Ja, gut. Offensiv dann eher in späteren Generationen, was? Ich finde das gut. Was Gengar hat sich auch schon bewährt. Also Gengar hat sich bewährt, Elektra hat sich auch auf jeden Fall in meinen Augen ein bisschen besser bewährt als Blitzer. Wenn ich jetzt Level 55 wäre, wäre es was anderes. Dann würde ich sogar 5 Punkte immer mehr abziehen. Das könnte manchmal entscheidend sein. Aber heute nicht. Heute ist das nicht entscheidend. Okay. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun. Das ist nicht zu unterschätzen. Oh, du hast auch wieder so eine scheiß 153, also wieder knapp über 150 Punkten. Was ist das? Jetzt mache ich diese verwirrte Taktik, ey. Schlitzer. Was geht ab? Ah, jetzt verschieß. Verschieß, warum er dieser Flor eingesetzt hat. Der kann nichts anderes. Der kann nichts anderes als normale Attacken, okay? Aber dass der nicht mit King angekommen ist, wundert mich jetzt. Ja, ein Treffer. Naja, der kann nichts anderes. Jo, ist interessant. Schlitzt es sich dann selber auf mit dem Schlitzer oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, ein Schlag noch. Dass du nur Schlitzer kannst, kein Erdbeben. Das ist wunderbar. Was kann der Kinder? Weil da so eine Schlitztaktik hier eigentlich aus. Ne, auf hohe Volltreffer. Gut, jetzt habe ich es verstanden. Wegen Rasierblatt. Ah. Der ging nur Volltreffer. Okay. Bisschen später, wir haben es ja trotzdem gewonnen. Wir haben es ja trotzdem gewonnen und damit beende ich den Part und bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Pokémon Stadium.